Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier. An Salzkottens neuer Wissensfabrik wird auf Hochtouren gearbeitet. Vor dem neuen Oberstufengebäude der Gesamtschule ist man noch mit der Außengestaltung beschäftigt. Die Zeit drängt, denn am 31. August wird hier Einzug gehalten. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Inbetriebnahme dieses hochmodernen Schulgebäudes. Im Inneren sind die Maler mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Vorherrschend helle, freundliche Farben, die sich auch in der Außenansicht wiederfinden. Die Inneneinrichtung, sie wurde bereits angeliefert und vom Lehrpersonal schon einmal sorgfältig aufgestellt. Hier treffen wir auch auf einen optimistischen Schulleiter. Ich bin sehr optimistisch, dass das gut läuft, denn hier weiß ich, dass alle auf Hochtouren arbeiten und ich freue mich auf den Schulstart. Das digitale Zeitalter hat Einzug gehalten. Der ganz besondere Crew-Schulleiter Bertolt Fischer bringt einen Karton mit den ersten iPads herein, die in Verbindung mit den digitalen Wandboards eingesetzt werden können. Über einen Leasingvertrag haben die Eltern diese Investition mit etwa 20 Euro monatlich unterstützt. Wir haben hier jetzt ein iPad der modernsten Technologie. Das muss natürlich noch angeschlossen werden, das muss noch eingerichtet werden, aber die Geräte sind da, die sind vorhanden und demnächst werden die Schüler sich anders in den Unterricht einbringen können, nämlich elektronisch. Man kann sehr einfach Gruppenbildungen machen, die Daten können hin und her geschickt werden. Die Datensicherung funktioniert nicht mehr nur über das Schulheft, sondern natürlich elektronisch, ist dadurch ganz anders abrufbar. Natürlich ist die Inneneinrichtung der Möbel ganz auf das digitale Lernen abgestimmt. Wo wir auch nochmal wieder andere Stühle haben, wo wir flexibel sind, wenn wir mit den iPads arbeiten oder auch mit Heften, dass Schüler mitschreiben können. Die Stühle sind auf Rollen. Wir können hier, sind sehr flexibel, dann andere Gruppierungen, andere Formationen einnehmen. Man kann im Kreis zusammensitzen. Ein hochflexibles Raumsystem ermöglicht einen qualitativ guten Unterricht, denn die runden oder dreieckigen Tische, sie lassen viel Individualität zu, aber auch die klassische Anordnung. Die neuen Möbel schließen natürlich nicht aus, dass wir die Tische auch in traditioneller Form aufstellen können. Auch dort sind wir flexibel. Wir können die Einzeltische sehr schnell verrücken und auch für jede Unterrichtsform möglich machen. Flexibel ist aber auch unser Stichwort in diesem ganzen Gebäude. Wir können zum Beispiel auch die Rückwand flexibel einsetzen. Das ist eine mobile Wand, die zur Seite geschoben werden kann, sodass wir aus zwei Räumen einen Raum machen können, wenn wir zum Beispiel für eine Klausur einen größeren Raum benötigen. Auch die Situation des Lehrers ändert sich in einer solchen Zusammensetzung. Wir haben nicht mehr ein starres Pult vorne, wo alles drauf gerichtet ist, sondern wir haben hier flexible Möglichkeiten. Der Lehrer kann dort auch Dinge zusammenfassen, koordinieren und mit den Schülern reden an einem runden Tisch, eventuell auch mal mit Schülern gemeinsam. Aber auch die anderen Möbel, die für Lehrer und Gruppierung da sind, sind auf Rollen und insofern kann auch im Stehen etwas doziert werden, vorgetragen werden, natürlich nicht nur vom Lehrer, auch von Schülern. Hier können noch mehrere Schüler stehen, man kann diskutieren und insofern wird sich vieles hier verändern. Das alles ist unheimlich toll hier in dem neuen Gebäude und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich Schulleiter in Salzkotten bin, weil wir mit der Stadt Salzkotten einen Mitstreiter haben, der
unsere Wünsche und Vorstellungen versucht umzusetzen, der auf uns hört, mit dem wir zusammensitzen können, um gemeinsam zu besprechen, wie wir etwas gestalten wollen. Und ich bin froh, dass die Stadt Salzkotten die Möglichkeit schafft und so auch uns unterstützt, hier an der Heda das Abitur zu ermöglichen. Alternativ zum Klassenzimmer innen, das Klassenzimmer außen. Die im Halbkreis verbauten Stufen aus Steinblöcken, sie taugen als grünes Klassenzimmer, aber auch als Amphitheater. Gleichzeitig fertig geworden auch der Soccerplatz mit einem Kunstrasenbelag. Einzig in der benachbarten Sporthalle hinkt man den Terminen noch ein wenig hinterher. In unmittelbarer Nähe des Schulzentrums ist hier in einer Bauzeit von nur 17 Monaten ein 2,9 Millionen teurer Baukörper entstanden. Den zukünftigen Abiturienten stehen insgesamt 1600 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Einweihungstermin ist der 31. August. Am Nachmittag werden dann auch für die Bevölkerung die Türen geöffnet. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.